So, heute wollen wir uns mal wieder mit Klausurvorbereitung beschäftigen. Es geht um die Französische Revolution und zwar mit dem Schwerpunkt radikale Phase. Und wir werden gleich in einem Schaubild zeigen, wie man sich bestimmte Dinge gut einprägen kann. Nämlich einmal die Frage, wie kam es denn zur Radikalisierung der Französischen Revolution? Wir gehen aber auch auf die Voraussetzungen ein, das hängt ja auch damit zusammen. Dann, wie entwickelte sich diese Phase und schließlich, was wurde daraus? So, dann wollen wir jetzt mal einfach mal in dieses Schaubild einsteigen. Wir machen das immer so, dass wir die Stellen markieren, an denen wir gerade sitzen. Und so ist das hier zum Beispiel erstmal dieser Bereich. Das ist gewissermaßen so der Einstieg ins Thema. Es geht um die Revolution von 1789, ne? Die ist ja auch erfolgreich durchgeführt worden. Es gab dann die Erklärung der Menschenrechte, auch das haken wir jetzt jeweils mal so kurz ab. Dann eine Verfassung von 1791, ne? Konstitutionelle Monarchie heißt, dass König und Volk sich die Herrschaft teilen. Und eigentlich hätte das das Happy End sein können für die Revolution. Stattdessen werden wir nachher sehen, dass es hier regelrecht Krieg und Terror gibt. Und daraus entsteht natürlich die Frage, warum und was ist das Ergebnis des Ganzen? Wir kommen deshalb hier zu den Voraussetzungen. Da haben wir also einmal hier nochmal dieser Bereich, den haben wir eigentlich schon eben besprochen. Das wiederholt sich hier jetzt nochmal. Dann es gibt ein Zensuswahlrecht, da sieht man schon gewisse Einschränkungen. Eben nur Männer über 25 und Zensuswahlrecht heißt, sie mussten über einen bestimmten Besitz verfügen oder eine gewisse Steuerleistung. Also nur die Wohlhabenden kamen da ran. Und insgesamt gab es also jetzt doch ein ziemliches Übergangschaos, was ganz normal ist bei einer Revolution. Und es gab aber eben nicht ausreichend Fortschritt und es gab auch keine Leute, die das auf einen schnell auf einen guten Weg bringen konnten. Vor allen Dingen gab es natürlich weiter Inflation und Hunger. Das waren ja zwei zentrale Dinge, die zur Revolution geführt hatten. Und man sieht also insgesamt, die Befreiung alleine zum Beispiel der Bauern hier reicht natürlich nicht, denn sie müssen ihr Leben ja auch entsprechend neu ordnen und entsprechend sehen, dass sie ihren Lebensunterhalt verdienen können. Diese blauen Linien jetzt hier immer bedeuten, dass es einen Übergang gibt. So kann man sich dann solche Schaubildelemente besser merken. Wir haben ja hier das Problem des fehlenden Fortschritts. Und dann kommt es eben jetzt zu einer Lösung. Und zwar im April 1792 kommt es dann zur Kriegserklärung gegen Österreich und Preußen. Das waren monarchische Mächte, die eher auf Seiten des Königs standen. Das Interessante ist, der König hofft auf Niederlage. Der ist einigermaßen bereit, da mitzuspielen, aber er hofft letztlich auf eine Niederlage. Und die Leute, die ihn am meisten unterstützen, das sind die sogenannten Girondisten, die hoffen, dass dadurch von den Problemen abgelenkt werden kann, die ja eben aufgezeichnet worden ist. Und es gibt jetzt militärische Probleme natürlich, auch die Armee ist natürlich nicht auf dem neuesten Stand, das sind noch alte königliche Offiziere und so weiter, die mit dem neuen System noch gar nicht klarkommen. Und gerade auch Bürger bereichern sich. Und das Ganze wird dann zugespitzt im Juli 1792. Da stehen diese sogenannten Koalitionsstreitkräfte, das sind die Leute hier, Österreich und Preußen, fast vor Paris. Und der Chef dieser Koalitionsstreitkräfte, der erklärt ganz deutlich, wenn dem König irgendwas passiert, dann gibt es die Bombardierung von Paris. Ein Ultimatum. Und jetzt haben wir einen neuen Übergang hier. Wir kommen damit jetzt zum Bereich Spaltung der Gesellschaft hier. Mal sehen, ob das der Stift hinbekommt. Ja, er schafft das. Und zwar viele Adlige sind einfach ins Ausland geflohen, sind dort Emigranten und machen eine richtige Hetze gegen die Revolution. Der Klerus, das sind die Geistlichen, die werden jetzt auch in die Pflicht genommen, müssen einen Bürgereid ableisten. Und ihr Papst, das Oberhaupt der katholischen Kirche, hatte sich gegen die Menschenrechte schon ausgesprochen. Der war also ganz gegen die Revolution. Und jetzt wird auch noch von den Priestern verlangt, dass sie gewisse
gewissermaßen mehr dem Staat gehorchen müssen als Gott oder ihrem Papst entsprechend. Das führte zu großen Problemen. Die Bauern im Land sind eher konservativ und auch papsttreu, katholisch. Und der König spielt hier ein gewisses Doppelspiel. Nach innen ist er pro Revolution, aber nicht so ganz, so scheinbar anscheinend. Und nach außen betreibt er Konspiration, das heißt, er arbeitet mit den fremden Mächten durchaus zusammen und er nutzt auch sein sogenanntes Vetorecht zur Verzögerung der ganzen Gesetzgebung. Vetorecht heißt, dass einer, in diesem Falle der König, sagen kann, Veto, ich verbiete, ich will das nicht. Und dann kommt ein schwieriger Prozess, der zumindest zu einer Verzögerung führt. Dann schauen wir uns das mal an, wie das weitergeht. Dann von der Spaltung der Gesellschaft geht das natürlich über zu einer Spaltung der politischen Kräfte entsprechend auch. Die gemäßigten Kräfte, von denen war eben schon die Rede, die auch den Krieg wollten, den König unterstützten, die wollten den Status quo erhalten. Status quo heißt immer der Stand, der bisher erreicht worden ist. Es gibt dann radikalere Kräfte, das sind die sogenannten Jakobiner, und die wollen eine Weiterentwicklung der Revolution in Richtung komplette Demokratie. Sie werden unterstützt durch die sogenannten Sans-Culottes, wörtlich heißt das ohne Hosen, aber die lief natürlich nicht ohne Hose rum, sondern gemeint waren damit die adligen Kniehosen und sie trugen jetzt normale lange Hosen, wie wir das heute meistens kennen. Und das sind sehr einfache Leute, sie sind radikal und sie wollen vor allen Dingen Gleichheit. Und unterstützt werden sie von Zeitungen, von einer Presse, die jetzt vorwiegend revolutionär ist. Unter der Königsherrschaft mussten die sich zurückhalten. Jetzt können sie richtig loslegen. Und einer ihrer größten Zeitungsherausgeber ist dieser Marat, Zeitungsschreiber. Da kann man mal nachschauen, was mit dem Einzelnen los ist. Aber das muss man nicht unbedingt jetzt wissen. Und es werden im ganzen Land auch revolutionäre Clubs gebildet und das bedeutet, dass überall im Land eine Revolutionsstimmung ist, die natürlich insgesamt dazu führt, dass jetzt letztlich eine Radikalisierung stattfindet. So, kommen wir jetzt zum Ablauf der radikalen Phase. Das beginnt also hier in dem Bereich. Und zwar passiert jetzt Folgendes. Im Juni 91 will der König fliehen, das Ganze wird ihm zu unangenehm, aber er wird gefangen, wird aber nicht jetzt bestraft, man braucht ihn nämlich noch. Jetzt gibt es aber eine Spaltung in dem linken Jakobinerclub, das waren die linken Abgeordneten im Parlament und da bilden sich die sogenannten Cordeliers raus und das ist dieser Danton, der wird später zu einem Gegenspieler von Robespierre. Robespierre ist ja derjenige, der den Jakobinerclub dann immer stärker anführt und schließlich sogar beherrscht und es gibt jetzt dann später eine richtige Hetze gegen den König, eben durch diese Presse. Er gilt als Verräter und im August 1792 stürmen sie dann sogar das Schloss. Der König wird verhaftet und nach einem Prozess im Parlament wird er im Januar 1793 sogar durch die Guillotine hingerichtet. Und zwar dieses Parlament ist jetzt umbenannt worden und es heißt jetzt Konvent, was wörtlich Zusammenkunft heißt. Man sieht, die Hinrichtung des Königs führt natürlich zu einem neuen Punkt, nämlich der Notwendigkeit einer neuen Verfassung. An der arbeitet man ziemlich lange, aber im Juni 1793 ist sie dann fertig. Dort gibt es eine neue Fassung der Menschenrechte und zwar auch soziale Rechte. Die waren in der ersten Menschenrechtserklärung nicht vorgesehen. Die war ja sehr stark bürgerlich von den Leuten, die also viel Geld hatten. Die brauchten sowas auch nicht. Und das setzt sich jetzt durch. Das Wahlrecht für alle Männer allerdings immer nur, so war die Zeit damals,
jetzt bereits ab 21 Jahre, und zwar ohne, dass dort noch irgendein Besitztum nachgewiesen werden muss. Das wird aber diese ganze Verfassung wird wegen des Krieges, der immer heftiger wird, suspendiert. Suspendiert heißt, sie wird erstmal auf Eis gelegt. Stattdessen richtet man eine Notstandsregierung ein, und das sind sogenannte Ausschüsse. Ein Ausschuss ist immer ein Teil des Parlaments, der bestimmte Dinge regelt, und dieser Ausschuss ist eben für die Wohlfahrt, für das Wohlergehen des ganzen Volkes angeblich zuständig. In Wirklichkeit wird das eine Art Diktatur. Und es gibt auch bereits ab August 1792 gewisse Anzeichen von Terror. Und im September 1793 wird es ganz schlimm. Da kommt nämlich das Gesetz über die Verdächtigen. Und verdächtig sind eigentlich alle, die von ihren Nachbarn angezeigt werden, die nicht fröhlich genug sind, wenn sie einer Hinrichtung beiwohnen und so weiter. Und dieser große Terror, der hält eben an bis zum Sturz von Robespierre, worauf wir gleich eingehen werden. Das Schlimme ist, dass in diesen Revolutionstribunalen, das waren Gerichte, die überall im Land eingerichtet wurden, da herrschte eine ziemliche Willkür. Es gibt Bilder davon, dass die sogar dabei waren, da Wein zu trinken, es sich gemütlich zu machen, während sie nebenbei dann eben Todesurteile verhängten. Und in der Vendée, das ist eine Gegend in Frankreich, wo es besonders viele Bauernaufstände gab, da ging man so brutal vor gegen die Menschen, dass man, dass einige Historiker sogar von einem Völkermord sprechen. Dieser Völkermord leitet jetzt über zum Ende der radikalen Phase hier, denn die wird immer radikaler, immer brutaler. Eben dieser Danton, der sich für eine Mäßigung ausspricht, er möchte, dass das aufhört, dieses große Sterben, der muss auch dran glauben. Und Robespierre macht dann einen entscheidenden Fehler, der Chef des Wohlfahrtsausschusses, der Oberrevolutionär gewissermaßen. Er spricht nämlich im Konvent einfach mal so von so einer Hinrichtungsliste, hält er so eine Liste hoch, aber niemand kann sehen, wer draufsteht. Und das wird ihm letztlich zum Verhängnis, denn er lässt sie dann mit ihrem Schrecken da alleine. Und dann gibt es ein paar geschickte Leute, die machen so eine Gegenaktion, dass sie heimlich allen möglichen Leuten dann Listen zeigen, die sie gefaked haben, auf denen aber der jeweilige Name steht. Das heißt, alle haben Angst. Und als der Robespierre am nächsten Tag dann wieder erscheint, um noch schärfere Maßnahmen zu verkünden, da brüllt man ihn nieder, verhaftet ihn dann, und er wird nachher selbst auch guillotiniert, also unter die Guillotine gelegt. Und man sieht hier also jetzt, ne, dass hier in drei Phasen letztlich mit ganz vielen Toten, viel Blut und Tränen die Revolution eigentlich in eine Sackgasse gekommen ist. Und wir werden dann gleich sehen, wie es weitergeht. So, nach dem Ende der radikalen Phase muss es ja irgendwie weitergehen. Und drei Phasen haben wir hier oben aufgeschrieben. Das ist jetzt nur ein kurzer Ausblick, denn unser eigentliches Thema war ja die radikale Phase. Man sollte auch wissen, wie es weitergeht. Und zwar ist es so, dass jetzt die gemäßigten Kräfte zurückkehren, auch die Girondisten, die noch überlebt haben und so weiter, nimmt man wieder in den Konvent auf. Und im Jahre 1795 gibt es eine neue Verfassung mit extremer Gewaltenteilung. Das geht ja nach Montesquieu. Die bürgerliche Vorstellung, Freiheit ist am wichtigsten. Und dann gibt es eben auch zwei Kammern sogar, die sich gegenseitig kontrollieren, und dann fünf Direktoren, die sich auch irgendwie gegenseitig kontrollieren sollen. Aber das klappt alles nicht so richtig verständlicherweise. Dazu kommen linke Aufstände, und ein Offizier namens Napoleon tut sich dabei hervor, dass er diese Aufstände durchaus auch mit Kanonen, soweit ich das jetzt hier weiß im Augenblick, zusammenschießen lässt. Er wird dann nach Italien geschickt, denn die Revolution fängt jetzt an, überall in Europa, so gut es geht, die Revolution zu verbreiten. Militärisch erfolgreich, die haben ein sehr modernes Heer jetzt, wo die Leute nicht mehr in Reih und Glied von ihren Unteroffizieren nach vorne getrieben werden, sondern die arbeiten wie moderne Soldaten, verstecken sich überall und sind natürlich da militärisch überlegen, und schaffen es also, die Grenzen Frankreichs immer weiter auszubauen, neue Republiken auch zu gründen. Aber man kann sich vorstellen, wie das so läuft, wenn ein Mann immer mächtiger wird. Tatsächlich gelingt es dem Napoleon dann im Jahre 1799, eine neue Verfassung
durchzusetzen. Er arbeitet mit anderen Direktoren zusammen und macht eine Art Staatsstreich, obwohl er vorher mit seinem Militär in Ägypten auch mal gescheitert ist und dann einsam und alleine mit dem Schiff zurückkommen musste. Und es gibt eine neue Verfassung mit drei Konsuln. Man übernimmt also Begriffe auch aus dem alten Rom. Und nach einiger Zeit ist Napoleon auch der erste Konsul schon und dann ist er nachher 10 Jahre und wohl auch auf Lebenszeit und so weiter, wie das halt so ist, wenn ein starker Mann da ist. Hier nur der ganz kurze Ausblick: im Jahre 1804 lässt er sich sogar zum Kaiser krönen. Und dann beginnen viele Feldzüge in Europa, was ein eigenes Thema ist. Eigentlich herrscht er über ganz Europa, allerdings bis auf Russland. Und dann macht er den Entscheid, und England auch. Das waren die beiden Mächte, die er nicht unter Kontrolle bekam. Und als das nicht klappte mit so einer Kontinentalsperre, er versuchte, alle Waren wegzuhalten aus England, die waren ja auf Warenexport angewiesen, und der Zar von Russland machte nicht so richtig mit, dann kam Napoleon auf den Gedanken, mit einer riesigen Armee nach Russland zu marschieren. Und das geschah im Jahre 1812. Und das ging fürchterlich schief, weil die Russen sehr geschickt kämpften und der Winter ihnen zur Hilfe kam. Sie haben sogar eher die eigene Hauptstadt darunter gebrannt, damit Napoleon da nichts mehr vorfand. Und auf diese Art und Weise musste er schließlich dann den Rückzug antreten. Nur wenige Leute haben diesen fürchterlichen Feldzug überlebt. Er selbst hat sich mit der Kutsche schnell nach Hause bringen lassen und hat dann eine neue Armee aufgestellt und dann auch noch ein bisschen Krieg geführt. Die Einzelheiten sind jetzt uninteressant, aber im Jahre 1815 war er dann endgültig am Ende. Und dann passierte etwas, dass die siegreichen Könige jetzt eine sogenannte Restauration machten. Das heißt, die alte Königsherrschaft wurde wiederhergestellt, aber nicht so ganz. Der neue König hat dann doch eine Art Verfassung anerkannt, aber das ist ein eigenes Thema. Man sieht nur, das Ganze ist in ein Kaisertum erstmal ausgeartet, allerdings mit viel Fortschritt in den besetzten Gebieten. Und am Ende dann die konservative Restauration. Kommen wir noch am Ende kurz zu einer Einschätzung der Revolution, besonders der radikalen Phase. Von dem Schriftsteller Büchner gibt es ein Theaterstück, das heißt Dantons Tod. Da bezieht er sich genau auf diesen Danton, der erst ein Mitstreiter von Robespierre war und dann auch unter die Guillotine gelegt wurde, weil er gemäßigter war. Und der hat dort formuliert, die Revolution frisst ihre eigenen Kinder. Das ist eine Erfahrung, die immer gemacht werden kann, dass eine Revolution dann irgendwie auch ein bisschen ausartet und am Ende dann durchaus auch sogar die Revolutionäre verschlingt. In Amerika zum Beispiel war das ein bisschen anders. Das heißt, es muss also nicht immer so laufen, aber der Büchner beschreibt das sehr eindrucksvoll. Es gibt auch einen Streit um Evolution und Revolution. Wenn die Revolution schon so wenig gebracht hat, hätte man das auch nicht durch Evolution, das heißt durch friedliche Entwicklung, erreichen können. Dann die Frage des Terrors. Man kann also sagen, dass hier zum ersten Mal jetzt in der modernen Geschichte so ein, man nennt es einen totalitären Terror, wer also nicht für uns ist, ist gegen uns, eingerichtet worden ist, aber er hat eben auch die Rettung gebracht für die Revolution. Vorher war das Militär ziemlich am Ende und jetzt plötzlich marschieren sie vor. Und damit also ein Vorspiel für Totalitarismus, also diese absolute Diktatur, wo auch keine Meinungsfreiheit mehr besteht, und ja sogar Völkermord, wenn wir an die Vendée denken. Ja, wie immer legen wir die Dokumentation auf dieser Seite hier ab. Diese Seite wird immer hier schön bei den Infos untergebracht. Wir werden auch hier oben noch einen Button einrichten. Diese Dokumentation ist immer wichtig mit der entsprechenden Seite für Aktualisierungen, Korrektur möglicher Fehler. Wir freuen uns über Fragen und Anregungen in den Kommentaren. Und hier haben wir Möglichkeiten geschaffen, wie man uns dann auch direkt erreichen kann. Wir freuen uns natürlich, wenn unser Kanal Schnell Durchblicken abonniert wird. Wir freuen uns auch, wenn weiter erzählt wird, dass es vielleicht hier ganz gute Videos gibt. Uns hat heute noch ein Schüler erzählt, dass er eine Klausur hier mit Hilfe dieses Videos und vor allen Dingen des Schaubildes gut hat bewältigen können. Das sieht jetzt ein bisschen wild aus, aber wenn man sich damit intensiv beschäftigt hat, dann hat man das gewissermaßen im Kopf und hat das vor seinem inneren Auge. Das ist besser als jeder
Mogelsättel, vor allen Dingen, weil man die Verbindungslinien auch sieht. Und wir wünschen natürlich viel Erfolg und würden uns freuen, wenn das nächste Video auch für euch entsprechend interessant ist. Und der Pencil ist jetzt leer, damit müssen wir auch leben, aber das schaffen wir. Wünschen auf jeden Fall viel Erfolg.